wieder arbeiten an der Beinachsenstabilität. Wir brauchen dafür ein Balance Pad. Ihr könnt auch zu Hause ausprobieren. Das funktioniert auch ganz gut mit einer Matratze zum Beispiel. Einfach ein Untergrund, der ziemlich weich ist, nachgibt und dadurch instabil wird. Kili steht neben dem Balance Pad, macht jetzt einen seitlichen Ausfallschritt drauf, versucht es hier zu stabilisieren, kommt dann wieder in die Position zurück. Variante, die wir dazu machen können, ist, dass Kili hinter dem Balance Pad startet. Gleicher Ablauf, Ausfallschritt nach vorne, sodass das vordere Bein auf dem Pad steht, kurz stabilisieren und dann wieder nach hinten drauf. Nochmal, achtet darauf, wie Kili seine Arme mitnimmt. Das heißt, rechtes Bein geht nach vorne, linker Arm geht mit, gegengleich. Dann wieder nach hinten abdrücken, Knie schön in einem 90-Grad-Winkel und das Ganze gut stabilisieren. Sehr gut. Um das Ganze noch anspruchsvoller zu gestalten, machen wir folgendes. Kili macht wieder einen seitlichen Ausfallschritt auf das Pad, drückt sich jetzt aber mit dem rechten Bein nach oben, sodass er kurz einbeinig steht, halten, wenn er stabil steht, dann wieder runter und den gleichen Ablauf wiederholen. Sehr gut. Genau das Gleiche können wir natürlich auch mit einem Ausfallschritt nach vorne machen. Das heißt, Kili startet hinter dem Pad, Ausfallschritt nach vorne, Arme gehen gut mit und dann auf dem vorderen Bein nach oben drücken, Gleichgewicht halten, stabilisieren, wieder absenken. Sehr gut. Genau das Gleiche funktioniert natürlich auch mit einem Ausfallschritt rückwärts. Das heißt, Kili steht vor dem Balance Pad, geht mit einem Fuß nach hinten auf das Pad, stabilisiert kurz und versucht sich dann auf den hinteren Fuß hochzudrücken, stabil zu stehen, die Position zu halten. Gerade wenn wir aus dem Ausfallschritt auf das Balance Pad draufgehen, ist wichtig, dass wir darauf achten, den Fuß möglichst in eine gute Position zu bringen, damit wir eine stabile Beinachse haben. Das bedeutet, wir wollen, dass die Zehen nach vorne zeigen und der Fuß in die gleiche Richtung zeigt wie das Knie, damit sich das Knie nicht verdreht und dass das Knie möglichst mittig über dem Sprunggelenk bleibt, das heißt nicht nach außen oder nach innen wegkippt. Das passiert auf dem Balance Pad automatisch, dass es ein bisschen wackelt, aber genau das ist der Trainingseffekt, dass wir dagegen arbeiten müssen und das Knie immer wieder in eine gute Position bringen müssen. Ihr könnt es gerne, wenn ihr zu Hause einen Spiegel habt oder eine Kamera, immer wieder nutzen, um euch dabei selbst zu kontrollieren und darauf zu achten, was ihr vielleicht noch verbessern könnt.